Wenn Papst Franziskus den iranischen Präsidenten Hassan Rouhani zu einer Privataudienz empfängt, dann ist das erstmal ein politisches Signal, die Belohnung für die Umsetzung des Atomprogramms. Dass am Ende der iranische Präsident den Papst bittet, für ihn zu beten, das bedeutet einiges mehr. Es ist die Anerkennung des anderen Glaubens als einen Glauben an einen Gott, der das Heil der Welt schaffen kann. Vielleicht ist es naiv, Allah und den christlichen Gott als friedlich nebeneinander existierende Gottheiten in einem Himmel zu denken oder als einen Gott mit vielen Gesichtern. Wir können aber die Kriege und Konflikte dieser Welt lösen, wenn wir ihre religiösen Ursachen angehen, wenn wir unsere eigenen Vorstellungen von Gott nicht mehr als die einzig wahren hinstellen, wie es Christen und Moslems bisweilen tun. Wir müssen die Vorstellungen vom Gott des jeweils anderen würdigen und ganz besonders die Gemeinsamkeiten, den Friedens- und Heilswillen für die Menschen bei Allah genauso wie beim christlichen Gott. Ein Gott, mehrere Gesichter, mehrere Götter in einem Himmel. Es ist ein starkes Zeichen vom schiitischen Moslem Hassan Rouhani, den christlichen Papst ums Gebet zu bitten. Und wir dürfen hoffen, dass das Gebet irgendwann erhört wird und der Frieden im Himmel auch den Frieden auf Erden bringt.